Berlin hat Spätis, hat Clubs, die Tag und Nacht offen sind, die Möglichkeiten, mal eben was zu starten, die Leute auch auf den Ämtern zu kennen, das hast du in Berlin niemals. Hi, ich bin Till. Ich komme vom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Das Kompetenzzentrum hat ein Creative Lab, auf Neudeutsch ein Kreativlabor, hier eröffnet. Ich bin dafür der Projektleiter mit meinen beiden Kolleginnen zusammen. Wir fördern, wir unterstützen junge Menschen mit Ideen für den Strukturwandel, die der Region etwas Gutes tun wollen. Die Ausgangslage ist schwierig, aber auch extrem einfach. Warum diese beiden Pole? Weil sie schwierig, weil natürlich in Zeit ganz viel Leerstand ist. Die ganz negativen Folgen muss ich euch gar nicht sagen oder die negativen Aspekte. Aber sie ist deshalb gut, weil hier auch ganz, ganz viel Mut herrscht. Also wir haben Leute, die hier übermütig sind, die auch was reißen wollen. Die sehen, wie schlecht es der Stadt vielleicht ging noch vor 3 Jahren und die deshalb ganz schnell Kumpanen sind, mit denen man solche Projekte dann starten kann. Also wenn es gut läuft, gucken ganz viele Leute hier drauf und sagen, was war das hier eigentlich? Oder was entwickelt sich gerade in Zeit? Und sagen, das wollen wir auch. Und die kopieren das, dann ist das quasi so eine Keimzelle, die ganz viele neue Keimzellen letztendlich gründet, fast wie so ein rhizomartiges Pilznetzwerk. Ich wohne jetzt seit 3,5 Monaten in Zeit und habe hier sehr viele neue Freundschaften geschlossen. Man verbindet Orte nicht mehr nur touristisch, sondern man verbindet die plötzlich mit Menschen. Mein Bild hat sich in der Hinsicht geändert, als dass ich gerne wiederkommen werde. In Zeitz sprudelt so eine unsichtbare Kraft. Das sind die Verbindungen zwischen den Menschen, die alle sagen, wir machen unsere Businesses, wir machen unsere Projekte, die das aber auch schon längst kombiniert haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft auch Teil dieses Netzwerks zu sein. Bin letztens erst abends an der Fabrik, nicht an der Zitzer-Fabrik, genau. Und da gibt es so einen kleinen Kanal und auf den scheint abends die Sonne. Und das ist ein bisschen wie klein Venedig. Und da kann man gut mit einer Flasche Rot, Weißwein oder einem Getränk seiner Wahl sitzen, vielleicht auch mit der Liebsten im Arm, den Sonnenuntergang sich anschauen und den Abend verbringen.